Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Ein ganz herzliches Grüß Gott zu den Allgäu-TV-Nachrichten an diesem 24. Juni. In 6 Monaten ist Weihnachten. Das will jetzt im Sommer wahrscheinlich keiner hören, aber ich hoffe, das wollen Sie hören und sehen. Neues Pandemielager in Buchloe. Reserven sollen in Zukunft Versorgung mit Schutzkleidung sichern. Unangenehmer Profiteur des Klimawandels. Eichenprozessionsspinner seit 2015 immer häufiger im Unterallgäu. Und zwischen Naturwundern und Armut. Kaufbeurer Kinderarzt als Entwicklungshelfer in Kenia. Das Wetter, morgen etwas kühler mit Wolken, das Wochenende aber wieder sonnig. Buchloe ist demnächst Standort für ein großes Pandemielager. Masken, Einmalhandschuhe und Schutzkleidung werden dort palettenweise gestapelt, damit es künftig in Krisenzeiten keinen Mangel mehr an diesen medizinischen Produkten gibt, so wie es im Frühjahr 2020 war, als Masken ausverkauft waren. Jetzt war Spatenstich in Buchloe. Anfang des nächsten Jahres soll das Großlager befüllt werden. Aktuell gibt es bis auf viel Erde und arbeitende Maschinen noch nicht viel zu sehen. Doch schon bald soll hier ein Pandemielager von über 4.300 Quadratmeter Fläche für rund 7 Millionen Euro entstehen. Grund für den Bau: die Corona-Notlage im Frühjahr 2020. Am Anfang der Pandemie haben wir festgestellt, dass eigentlich viel zu wenig Ware da ist, was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass diese Pandemie ist nicht die erste Pandemie, die wir in Deutschland gehabt haben. Wir haben, seitdem wir in der Firma sind oder seitdem wir die Firma leiten, eigentlich alle 5 Jahre eine Pandemie gehabt. Das hat angefangen mit SARS, dann gab es die Vogelgrippe, dann gab es die Schweinegrippe und jetzt kam Corona. Jedes Mal war eigentlich das gleiche Problem. Zur Zeit des Ausbruchs der Pandemie war immer zu wenig Schutzbekleidung da. Das soll sich durch das neue Lager jetzt ändern. Insgesamt soll es 20.000 Palettenstellplätze geben. Die neue Halle soll eine Reserve von ca. 20 bis 30 Millionen Mundschutzmasken haben. Auch FFP2-Masken, Handschuhe und Overalls werden dort auf Vorrat gelagert. Sich das vorzustellen, 20.000 Palettenplätze, das heißt 300 Lkw-Züge, stellt man die hintereinander, hat man eine Strecke von 9 Kilometern, also von hier, von Buchloe, bis nach Landsberg würden Lkw einer hintereinander stehen, nur mit Ware, die im Prinzip für Atemschutz, Mundschutz und für die Pandemien gedacht sind und die immer hier stehen werden. Wir werden sie rollieren, das heißt, es wird natürlich die Ware, die länger ist, hier steht, wird dann abverkauft und immer die neue Ware wird wieder hier neu gelagert, damit man einfach ein wirkliches Reservelager hat. Eine Notlage wie im Frühjahr 2020 darf es laut Achim Theiler nicht mehr geben. Ein Ausbau der Franz Mensch GmbH war schon lange geplant. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass nicht mehr länger gewartet werden könne. Da nimmt Achim Theiler vor allem Bezug auf die Entscheidungen der Politik. Themen, dass die Regierungen sich darum kümmern wollen. Aber leider sehe ich immer die Problematik, es sind Worte. Dann kommt ein Regierungswechsel, jemand anders ist an der Macht oder man erinnert sich mich nicht mehr daran. Wir warten nicht, wir handeln. Die Ware, die für das neue Pandemielager bestimmt ist, ist bereits in Deutschland deponiert. Momentan rollen hier noch die Bagger. Anfang 2020 dann soll das neue Lager fertig gebaut sein und in Betrieb genommen werden. Oktoberfest, Festwoche, Tänzelfest und viele beliebte Attraktionen wird es in diesem Jahr nicht geben. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat sich heute allerdings für die Zulassung kleinerer Volksfeste ausgesprochen. Vor allem auch deshalb, damit die Schausteller ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Außerdem möchte er die Maskenpflicht auf Märkten fallen lassen. Um die Maskenpflicht ging es auch zahlreichen Eltern, die heute vor dem Kultusministerium demonstriert haben. Viel Lärm heute vor dem Kultusministerium. Wütende Eltern haben hier gegen die Maskenpflicht an Schulen demonstriert. Ich bin als Mutter berufstätig. Das letzte Jahr, das Corona-Jahr, hat mich so viel Kraft und Nerven gekostet. Ich kann nicht mehr. Die meisten Eltern sind kraftlos und zermürbt und verzweifelt.
Und wenn nichts mehr hilft, kein Klagen, wir kein Sprachrohr haben, dann müssen wir auf die Straße gehen. An den Grundschulen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Das soll sich laut der Eltern auch an allen anderen Schulen ändern. Wenn die Kinder 5., 6. und weitere Klasse, das sind genauso Kinder. Die Gründe, die Herr Piazzolo genannt hat, die gelten für die älteren Kinder genauso wie für Grundschüler. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum hier ja und dort nein. Wir brauchen Gesetze. Die FDP im Landtag kann die Wut der Eltern verstehen. Inzwischen haben wir ja in Bayern in keinem Landkreis mehr eine Inzidenz über 35. Wir wissen, dass die Schülerinnen und Schüler jede Woche auch mehrmals getestet werden an den Schulen. Von daher muss man sich wirklich fragen, ob diese Maßnahme der Maskenpflicht auch gerade bei den Temperaturen noch angemessen ist. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn auch gerade die Eltern sehen, in den Grundschulen wird es jetzt freigegeben, dass dann das Verständnis fehlt, warum es an den weiterführenden Schulen nicht gilt. Das Kultusministerium nehme Anregungen und Kritik von allen Seiten der Schulfamilie sehr ernst und setze sich intensiv damit auseinander, so ein Ministeriumssprecher. Die Pandemie ist aber noch nicht überwunden und gerade durch immer neuartige Virusvarianten besteht ohne die Einhaltung grundlegender Infektionsschutzvorgaben leider nach wie vor ein ernstzunehmendes Infektionsrisiko. In dieser Zeit gilt es weiter einen Weg zu finden, der bestmöglichen Infektionsschutz an den Schulen und den Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf Bildung so gut es geht verbindet. Die FDP im Landtag wünscht sich außerdem Konzepte für ein sicheres nächstes Schuljahr. Raumluftreiniger müssten endlich in die Klassenzimmer gebracht werden, so die FDP. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert eine Perspektive für Schausteller und Marktkaufleute. Kleinere Volksfeste und Kirchweihen sollen laut Aiwanger schnellstmöglich wieder stattfinden dürfen. Ich glaube, dass es Zeit ist, dass wieder Lebensfreude zurückkehrt und die niedrigen Corona-Zahlen würden es jetzt problemlos erlauben, dass wir kleine Volksfeste wieder zulassen. Es muss ja nicht die Schnapsbar eröffnet werden und dort eine Disco-Party abgehalten werden, aber normale Unterhaltungsmusik, Volksfest, vielleicht etwas familiärere Atmosphäre, die Tische nicht überfüllt und geimpft, getestet, genesen und das Übliche, dann ist das in meinen Augen möglich. Märkte ohne Volksfestcharakter und im Freien sind seit dem 7. Juni wieder möglich. Gestern Morgen haben zwei Autofahrer die A96 auf Höhe des Autobahnkreuzes Memmingen als Rennstrecke benutzt. Mit hoher Geschwindigkeit rasten sie nebeneinander her, bis ihnen ein Sattelzug in die Bahn geriet. Beim Bremsmanöver kam der eine Wagen von der Straße ab und raste durch einen Wildschutzzaun auf ein Getreidefeld. Der andere Fahrer kollidierte mit dem LKW-Anhänger. Wie durch ein Wunder ist keiner der drei Fahrer verletzt worden. Der Schaden ist allerdings erheblich. Über 37.000 Euro. Die Autobahnpolizei Memmingen ermittelt wegen verbotenem Autorennen. Im Ostallgäu wüteten gestern Abend starke Unwetter. Die Bilder dazu und die weiteren Wetteraussichten gleich. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Kauf im Allgäu. Das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen, vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. Kauf-im-allgäu.de. Gesellige Einkehr in gastfreundlichem Ambiente. Willkommen im Bistro Relax. Gut bürgerliche Küche und traditionelle Atmosphäre machen das Brauereiwirtshaus Wilde Mände zum Treffpunkt. Liebhaber edler Tropfen kommen in der Weinstube Luitpold 11 auf ihre Kosten. Dreimal ausgezeichnete Gastlichkeit im Herzen von Oberstdorf. Lerchenmüller. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Fertigstellung. Ihr Profi für die komplette Gebäudehülle in Sachen Spenglerei und Flachdachbau. A bissle dicht gibt's it. Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn. Freizeit, Urlaub, Reisen. Endlich geht's wieder los.
mit dem ADAC Reisebüro immer auf der sicheren Seite. Denn bei uns gibt's alles aus einer Hand. Wir sind gerne für Sie da. 18 Mal in Südbayern. Werbung auf Facebook lohnt sich. Wir legen mit Ihnen Budget, Ziele und Zielgruppe exakt fest. Mit Facebook Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Ist Ihnen Ihr Haus zu groß geworden? Die vielen Zimmer und Treppen? Nun wollen Sie sich verkleinern? Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Pienzenauer Immobilien Allgäu. Im Herzen von Sonthofen. Bahnhofstraße 16. Zufriedene Kunden haben viele. Wir haben die Glücklichen. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Allgäu, das bedeutet für mich Lebensqualität, Bergsteigen, Berge, Natur. Ja, und deswegen lebe ich hier. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Die Kurznachrichten von Donnerstag. In allen Allgäuer Landkreisen sind die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut im Vergleich zu gestern gesunken. Im Landkreis Oberallgäu ist die Inzidenz mit einem Wert von 3,2 am niedrigsten. Im Landkreis Lindau ist sie mit 15,9 am höchsten. Auch in den Städten Kaufbeuren und Memmingen sind die Werte inzwischen unter einem Wert von 5. Lediglich in Kempten hat sich der Inzidenzwert mit 5,8 im Vergleich zu gestern nicht verändert. Starke Unwetter im Ostallgäu. Im Ostallgäu kam es gestern Abend zu teils schweren Unwettern. In Rosshaupten nahe des Forgensees haben Hagelmassen ganze Autos begraben. Gegen 6:30 war das Gewitter über die Region rund um Füssen hereingebrochen. Auch weiter südlich verwandelten sich Straßen in Flüsse. Vielerorts hinterließen die Gewitter weiße Wiesen und Häuser. Bis morgen Vormittag 11 Uhr gilt eine offizielle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Es kann zu Starkregen, Sturmböen und Hagel mit Korngrößen über 3 cm kommen. Die vier Allgäuer Landkreise sowie die Städte Kaufbeuren, Kempten, Memmingen und Lindau wollen sich mehr für die Verwendung von Wasserstoff einsetzen. Mit dem Projektantrag Hü-Allgäu-Bodensee soll mit regionalen Unternehmen zusammengearbeitet werden, um zu testen, ob Wasserstoff beispielsweise in Linienbussen, Abfallfahrzeugen oder Flugzeugschleppern am Flughafen sinnvoll verwendet werden kann. Ab 2023 soll dafür grüner Wasserstoff im Allgäu hergestellt werden. Wasserstoff gilt als besonders klimafreundlich, weil dort deutlich weniger Stickoxide als bei Verbrennungsmotoren entstehen. Und jetzt die Aussichten am Johannistag. Schon mal mit dem Blick aufs Wochenende. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. In der Nacht zum Freitag kann es im ganzen Sendegebiet zu Regen kommen. Die Werte liegen zwischen 13 und 14 Grad. Auch morgen Vormittag bleibt es nass. Im Ostallgäu kann sich ab und an die Sonne zeigen, während es im Oberallgäu zu ausgiebigen Niederschlägen kommen kann. Die Temperaturen liegen um die 17 Grad. Am Nachmittag weiten sich die Regenschauer dann auch im Unterallgäu aus. Lediglich im Ostallgäu kann sich dann noch vereinzelt die Sonne zeigen. Das Thermometer zeigt Werte zwischen 18 und 19 Grad an. In den Bergen wird es durchgehend wechselhaft. Von Sonne über Wolken bis zu Regenschauern ist alles möglich. Lokal können auch Gewitter auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf dem Nebelhorn und 16 Grad auf dem Gründen. Am Wochenende wird es dann trockener und zunehmend wärmer. Während es am Samstag noch 11 bis 22 Grad sind, klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 24 Grad.
Zum Wochenbeginn wird es mit bis zu 28 Grad dann auch wieder hochsommerlich warm. Lange haben wir auf ihn gewartet und dann kam er mit voller Power. Der Sommer ist dieses Jahr gefühlt wieder besonders heiß. Die warmen Temperaturen erfreuen aber nicht nur uns, sondern auch eine spezielle Raupe, den Eichenprozessionsspinner. Denn der ist besonders gerne an warmen Orten. Doch ein sonniger Zeitgenosse ist er nicht gerade. Mit seinen kleinen, feinen Brennstacheln kann er den Menschen durchaus verletzen. Seit knapp 6 Jahren lebt der Eichenprozessionsspinner nun auch bei uns im Allgäu. Schuld daran ist der Klimawandel. Dieses kleine Kerlchen sieht auf den ersten Blick recht harmlos aus. Ist es aber nicht. Kommt man mit ihm in Berührung, dann kann das ganz schön unangenehm werden, wenn nicht sogar gefährlich. Der Eichenprozessionsspinner kann mit seinen kleinen, feinen Brennhaaren bei Menschen heftige allergische Reaktionen auslösen. Auch Atemnot kann die Raupe verursachen. Und wo er sich am liebsten aufhält, verrät ja schon der Name des Eichenprozessionsspinners. Eichen ziehen die Raupe sozusagen magisch an. Idealerweise Eichen an sonnigen und warmen Standorten. Also mitten im Wald kommt es bei uns eigentlich noch nicht vor. Habe ich noch kein Beispiel gehört, aber an den Waldrändern kann es sein und vor allem halt an wirklich sonnigen Bereichen. Es muss aber auch nicht jede Eiche betroffen sein. Stück für Stück erschließt sich dieser kleine Eindringling neue Gebiete, auch hier bei uns im Allgäu. Genauer im Unterallgäu. Heute sind wir deswegen mit Markus Orff vom Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim an der Nordsee unterwegs. Orff weiß, wo sich die Raupe aufhält. Wir hatten den ersten Befall bei uns im Unterallgäu im Jahr 2015, wirklich im nördlichen Unterallgäu. Und dann habe ich das Ganze wirklich verfolgt und es ging so sukzessive allmählich Richtung A96, so als Trennlinie. Und wir sind ja hier in Mindelheim an der A96, aber wir haben inzwischen auch schon Fälle, die südlicher ist. Ursprünglich ist der Eichenprozessionsspinner schon in Deutschland beheimatet, aber halt in wärmeren Regionen. Also idealerweise war er früher an der Fränkischen Platte. Und wenn man Berichte von LFL und anderen Forschungsinstituten sieht, dann sieht man in diesen Karten auch wirklich nur diese Frankenregion, die eigentlich prädestiniert für einen Eichenprozessionsspinner ist. Aber man merkt, es wird wirklich wärmer. Und wenn man sagt, man hat die letzten Jahre, waren die heißesten Sommer, die es im Allgäu gegeben hat, also ist nachvollziehbar, dass es diesem wärmeliebenden Insekt dann auch bei uns im Allgäu gefällt. Leider. Seit knapp 6 Jahren macht sich der Eichenprozessionsspinner also im Unterallgäu breit. Möglich macht's der Klimawandel. Definitiv ist es ein Profiteur des Klimawandels, dass es sich einfach neue Regionen erstreckt und erschließt, die jetzt zu besiedeln versucht. Mit Warnschildern versucht man nun zum Beispiel am Mindelheimer Baggersee darauf aufmerksam zu machen, dass sich hier an verschiedenen Stellen der Eichenprozessionsspinner aufhält. Doch nicht immer ist es möglich, vor der Raupe zu warnen. Das ganz Schlimme ist natürlich, wenn man eine Eiche im Garten oder neben im Garten haben sollte, man achtet nicht auf den Eichenprozessionsspinner und weiß nichts davon und fährt mit dem Rasenmäher dann drüber, dann wird dieser Eichenprozessionsspinner entsprechend zerhäckselt, die Haare fliegen umher und das kann wirklich auch zu schweren Atemproblemen führen. Vor allem, wenn man nur ein bisschen Allergie auf diese Haare hat, dann ist das sehr, sehr kritisch. Doch was kann man eigentlich gegen den Eichenprozessionsspinner tun? Man sollte die Eiche auf keinen Fall ausrotten, weil die Eiche ist eigentlich ein Zukunftsbaum, auch bei uns. Und es ist keine Lösung, wirklich keine Lösung, die Säge anzusetzen und zu sagen, Eiche weg. Man sollte versuchen zu kategorisieren, wo sind wir, wo steht diese Eiche. Wenn wir jetzt in einem Bereich, im Innenbereich sind, in einem Park, wo man sagt, hier ist der Nutzungsdruck hoch, hier wollen die Leute auch drunter sitzen oder noch schlimmer an der Schule im Eingangsbereich oder vor einem Kindergarten, da gilt es dann wirklich unbedingt, da ein gutes Auge drauf zu werfen und den Eichenprozessionsspinner immer genau zu verfolgen, seine Entwicklungsstadien und gegebenenfalls abzusaugen, um hier wirklich auch die Brennhaare und alles mit zu eliminieren. Den Eichenprozessionsspinner findet man aber nicht nur in Mindelheim.
In Kirchhaslach haben wir Fälle mit Eichenprozessionsspinner, in Kettershausen eben, Ettringen klassischerweise, aber auch in Babenhausen. Also wirklich alles nördlich der A96 ist inzwischen schon massiv betroffen oder immer wieder, sodass man einfach ein Auge haben muss und sagen muss, wir sind nördlich der A96, lass uns drauf schauen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass morgen der Eichenprozessionsspinner in Dirlewang, in Ottobeuren oder auch in Legau irgendwann mal zum Tragen kommen wird. Auch sollte man nicht selbst gegen die Raupe vorgehen, sondern immer einen Profi zur Hilfe holen. Angst sollte man vor der Raupe jedoch nicht haben. Viel wichtiger ist es, laut Markus Orff, vorsichtig zu sein. Wir werden wohl einfach akzeptieren müssen, dass der Eichenprozessionsspinner es sich bei uns gemütlich gemacht hat und so schnell wohl auch nicht mehr verschwinden wird. Bummeln, shoppen und genießen. Die Stadt Memmingen und das Stadtmarketing freuen sich, dass das alles jetzt wieder möglich ist und laden deshalb vom 25. Juni bis 31. Juli zum Erlebniseinkaufen ein. Wer in den teilnehmenden Geschäften zuschlägt, bekommt einen Gutschein für einen Kaffee, ein Glas Prosecco oder eine Kugel Eis. Man darf sich also vorsichtig wieder rantasten an das normale Leben. Und dazu passt auch eine Meldung der Regierung von heute. Jeder Dritte in Deutschland ist bereits vollständig geimpft. Und gleich ein Busch-Krankenhaus in Kenia und seine Verbindung mit Kaufbeuren im Ostallgäu. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Kompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Küchenmeier, die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht und Boulevardthemen. Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de. Das Allgäu online. Produkte. Qualität im Allgäu seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de. Beim Beulendoktor in Immenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Das Toto-Pokal-Endspiel zwischen dem Regionalligisten FV Illertissen und dem Drittligisten Türkgücü München. Am Sonntag um 14 Uhr live auf allen bayerischen Lokal-TV-Stationen.
Dr. Volkmar Reschke ist Kinderarzt und Entwicklungshelfer. Einmal im Jahr fliegt er mit der Lufthansa-Hilfsorganisation Cargo Human Care nach Kenia und behandelt dort vor allem Kinder aus ärmsten Familien. Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause konnte er sich dieses Jahr auf seine 16. Entwicklungshelfer-Tour begeben. Im ersten Teil haben wir Ihnen gestern schon von seiner Arbeit in Kenias Hauptstadt Nairobi berichtet. Heute kommt der zweite Teil und dort geht's für den Kaufbeurer-Arzt per Flugzeug in noch abgelegenere Regionen. Er will die Volksgruppe der Maasai besuchen. Der Kinderarzt Volkmar Reschke im Einsatz in Kenia, einem Land, in dem die Wunder Afrikas und extreme Armut nah beieinander liegen. Zum 16. Mal ist Volkmar Reschke in Kenia, behandelt im Medical Center in Nairobi geduldig wartende Menschen und im Waisenhaus neugeborene unterernährte Kinder. Ein Tag alte Kinder, die im Waisenhaus abgegeben worden sind. Die diesjährige Tour ist auch für ihn eine sehr besondere. Zum ersten Mal wird der Kinderarzt die Volksgruppe der Maasai besuchen. Per Flieger geht's für ihn und seine Ärztekollegen in die abgelegene Region im Süden Kenias. Bei der Ankunft der Ärzte ist einiges los. Und wir haben dann erlebt, wie also diese 14-tägige Nahrungsmittelverteilung von Grundnahrungsmitteln an die Maasai an die Frauen verteilt worden ist, weil es halt besser ist, wenn man die Frauen unterstützt. Männer sind da eher so nicht ganz so zuverlässig. Die haben dann also teilweise diese Nahrungsspenden zweckentfremdet. Aber das war wohl organisiert. Es war also ein farbenprächtiges Spektakel, weil also die Frauen, die diese Nahrungsmittelspenden in Empfang genommen haben, halt alle sehr traditionell und bunt gekleidet waren. Auch wenn die Maasai eine eher kleine Volksgruppe sind, sind sie wegen ihrer traditionellen Lebensweise sehr bekannt. Sie leben neben der Viehhaltung auch vom Tourismus, der natürlich seit Pandemiebeginn größtenteils ausbleibt. Die Maasai sind ja eigentlich ein sehr stolzes und kein armes Volk, aber aufgrund fehlender Wirtschaftsmöglichkeiten waren die jetzt einfach angewiesen auf diese Nahrungsmittelspenden und auf eine Grundsicherung. Die Inhaber eines Safari-Unternehmens haben für die Maasai hier nicht nur eine Schule, sondern auch eine zugehörige Ambulanz aufgebaut. Und im Anschluss an diese Nahrungsmittelverteilung haben wir dann halt diese Buschklinik kennengelernt und haben dann zusammen mit der Medical Officer eine Facharztsprechstunde gemacht und haben also außergewöhnliche Fälle behandelt. 3 times 5 meals for 7 days. Das ist schon anspruchsvolle Pädiatrie, auch für uns oder sowas. Handschriftliche Krankenakten und Bücher als Nachschlagewerk. Es erscheint wie ein Arztbesuch in einer anderen Zeit. Oft bereiten einfache Verletzungen hier schon Probleme. Can she make like this? Cannot do that. So I would give her some antibiotics. Was halt auch sehr berührend ist, sind teilweise bestimmte Tropenerkrankungen, wo halt also durch entsprechende Infektionskrankheiten, die da auftreten, auch Erblindungen auftreten können. Bei dem einen Jungen, den wir gesehen haben, da war also die ganzen vorderen Augenabschnitte vernarbt und es war nicht mehr möglich, dass also, sagen wir mal, Licht irgendwie die Netzhaut erreicht. Und das war ein Befund, der also so weit fortgeschritten ist, dass da eigentlich nur noch eine Hornhauttransplantation helfen kann, und die ist natürlich, sagen wir mal, wenn man mittellos in Kenia lebt, also fast nicht erreichbar. Nicht allen kann der Arzt helfen. Inzwischen ist Volkmar Reschke wieder zurück in seiner Kaufbeurer-Praxis. Nicht nur die Speicherkarten seiner Kamera sind voll von Eindrücken. Die Bilder der diesjährigen Tour werden wohl noch lange in seinem Kopf bleiben. Manche mit Sicherheit auch ihren Platz an den Wänden der Praxis finden. Eine Zusammenfassung der Reise finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite. Hier gibt es auch Informationen, wie Sie die Hilfsorganisationen unterstützen können. Jedes Mal, wenn ich meine Kleine in den Kindergarten bringe, bin ich voller Bewunderung für die Erzieher und Erzieherinnen, die sich dort so geduldig und liebevoll um die vielen, oft sehr lauten und lebhaften Kinder kümmern. Den ganzen Tag. Ein Kindergarten in Memmingen hat jetzt für seine pädagogische Arbeit einen speziellen Preis der Staatsregierung bekommen. Und das ist ein Thema morgen bei uns. Bis dann. Salite.
Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de